Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag nach Ostern. Er trägt den lateinischen Namen Quasimodo Geniti, was zu Deutsch so viel heißt wie die neugeborenen Kinder. Dieses kommt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Die neugeborenen Kinder, die erinnern uns daran, dass wir mit der Osterbotschaft eingeladen sind, Gottes Kinder durch den Glauben an die Auferstehungsbotschaft zu werden und zu bleiben. In diesem Gottesdienst wirken mit an der Orgel ist Manuel Böhm, vom Kirchenvorstand gestaltet in der Liturgie Jürgen Dietrich mit und mein Name ist Pfarrer Eberhard Hoppe. Der Wochenspruch für den Sonntag Quasimodo Geniti steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir hören nun ein erstes Lied, das uns auf der Orgel gespielt wird. Zu Hause sind Sie herzlich gern eingeladen mitzusingen. Hier in der Kirche werden wir dieses Lied in unserem Herzen mitsingen und den Text mitlesen. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, im evangelischen Kirchengesangbuch, die Nummer 79, die Verse 1 bis 4. Thank you.
Wir beten mit Worten aus dem Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, denn er neigt sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behüte die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir neigen uns und bekennen unsere Verfehlungen und beten. Herr Jesus Christus, im Lichte deiner Auferstehung bekennen wir dir das Dunkel unserer Schuld. Vergib, dass wir so oft ohne dich leben und von uns selbst nicht loskommen. Du hast die Bahn in die Freiheit gebrochen. Lass deinen Sieg für uns nicht umsonst sein. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Das Wort der Gnade wird uns zugerufen aus der Johannes-Offenbarung im ersten Kapitel. Jesus Christus spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Darum Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, mächtig bist du gegen die Kräfte des Todes. Stärke uns, wenn wir verzagen. Tröste uns, wenn Traurigkeit nach uns greift. Begegne und bewege uns, wenn uns Zweifel lähmen. Gott, wir haben deinen Sohn Jesus Christus nicht mit eigenen Augen gesehen und unsere Hände haben seinen Leib nicht berührt. Und doch wagen wir, an ihn zu glauben. Wir bitten dich, rüste uns aus mit deiner Kraft und sende uns deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Dies bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Uns die Schriftlesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen:
wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lade dazu ein, bei dem Lied mitzusingen: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag Quasimodo Geniti finden wir im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Der Auferstandene am See von Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht ferne vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten es: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit der Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir um deinen guten Heiligen Geist. Schenke uns, dass unser Herz und unser Verstand gleichermaßen geöffnet wird für das, was du uns sagen möchtest, und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, eine Woche nach Ostern. Immer noch ist es unglaublich, was die Jünger alles in den letzten 10 Tagen erlebt haben. Das letzte Abendmahl am Gründonnerstagabend, die Szene im Garten Gethsemane, die Gefangennahme von Jesus, das Verhör erst vor den hohen Priestern, dann bei Pilatus, die Verleugnung von Petrus, dann das Tribunal vor dem Volk und schließlich die Verurteilung durch Pilatus und die Hinrichtung am Karfreitag. Die Ereignisse überschlugen sich. Aber gar nicht in ihren Kopf bekamen sie den Ostermorgen. Die tiefe Trauer über den Verlust von Jesus wurde noch ein Stück größer, als der Schreck und der Schock dazu kam, dass der Leichnam von Jesus weg war. Wie sollten sie das auch nur verstehen können? Weder im Kopf noch im Herzen war das möglich. Zugegebenermaßen, die Frauen erzählten ihnen von dieser Engelerscheinung: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Aber das haben sie auch nicht so recht verstanden. Maria hatte zwar den Auferstandenen als Gärtner gesehen, aber so ganz genau mit ihrem Blick war das auch etwas verschwommen. Thomas erkannte erst kürzlich Jesus als den lebendigen Christus, so haben wir es gerade in der Schriftlesung ja gehört. Aber war das wirklich alles so? Wie sollte man das verinnerlichen? Durchblick gewinnen, das ist genau die Devise. Durchblick bekommen, wie kriegt man das hin? So möchte ich die Überschrift über diese Predigt und über diesen Text benennen. Wie haben die Jünger eigentlich damals Durchblick bekommen?
Wie hat Ostern Ihnen geholfen, Durchblick für Ihren persönlichen Glauben zu gewinnen? Und was könnten wir von diesem Durchblick, den die Jünger gewonnen haben, lernen für unseren Durchblick zum auferstandenen Christus hin? Ein erstes, was ich in unserem Abschnitt entdecke, möchte ich überschreiben: Zurück in dein altes Leben. Das klingt vielleicht eigenartig, aber die Jünger haben verängstigt in Jerusalem gesessen und haben gewartet, was kommen sollte. In den ersten Tagen hatten sie sich eingeschlossen, nachdem Jesus nun hingerichtet war, erwarteten sie eigentlich das, was logisch war. Erst kommt Jesus dran und jetzt sind wir als Jünger die Nächsten. Doch was passierte? Nichts passierte. Sie brauchten allen Mut, ihre tiefe Trauer und zugleich ihre Angst beherrschte sie ganz und gar. Doch nach mehreren Tagen war nichts passiert. Irgendwie musste es ja nun weitergehen. Was sollten sie denn machen? 3 Jahre lang waren sie mit Jesus gezogen. 3 Jahre hatten sie Stück für Stück vom Reich Gottes erfahren. 3 Jahre gute Erlebnisse mit ihrem Herrn Jesus Christus gehabt. Und dann, plötzlich, vollkommen unerwartet, von heute auf morgen, war diese Zeit rum, unwiederbringlich beendet, abrupt abgebrochen. Wie sollte es nun weitergehen? Darüber hatten sie mit Jesus nie gesprochen. Sie wussten nun nicht, wie die nächste Woche oder das nächste halbe Jahr weitergehen sollte. Und ob sie wollten oder nicht, sie mussten irgendwie ja wieder in den normalen Alltag hineinkommen, also wieder zurück in ihren Beruf. Das war bestimmt nicht einfach. 3 Jahre von zu Hause weg und jetzt wieder dahin. Sie mussten sich tatsächlich irgendwie ja durchschlagen in der Hoffnung, dass es weitergeht. Wieder Fuß fassen im alten Job. So machten sie sich auf von Jerusalem hinauf an den See Genezareth, der eben auch das Tiberische Meer genannt wird. Sie machten sich wieder ran an die alten Aufgaben. Die Fischer vom See Genezareth waren eben auch ihr Beruf. Und so sind sie dabei und starten wieder neu ihren Alltag, knüpfen an die alten Erfahrungen, an das alte Leben wieder an. Es ist eigenartig, aber Gott erwartet von uns nicht, dass wir komplett neu anfangen. Ostern vergewissert uns: Geh dahin, wo du zu Hause bist. Lebe dort deinen Glauben und auch deinen Zweifel, wo du wohnst. Lebe in deiner Familie, in deinem Freundeskreis und an deiner Arbeitsstelle. Dort gehörst du hin, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es eine besondere Herausforderung ist. Aber da darf und muss sich der Glaube bewähren. Da kannst du Jesus erfahren. Ein zweites entdecke ich in unserem Abschnitt: Jesus Erfahrungen im Alltag. Und ihre erste Erfahrung im Alltag ist Enttäuschung. Wie sollte es anders sein? Es ist nicht erwartet worden, dass man nun von einem Höhenflug zum nächsten Höhenflug nur erfolgreich sei. Handwerklich hatten sie doch alles richtig gemacht, auch nach 3 Jahren Pause. Sie hatten ihre Boote vorbereitet, die Netze mitgenommen. Sie sind früh morgens rausgefahren, wie es noch dunkel war, also bei Nacht. Und sie haben die Netze ausgeworfen. Und was war in den Netzen drin, als sie wieder einzogen? Nichts, keine Fische. Hatten sie ihr Handwerk verlernt? Fehlte ihnen die Routine? Oder waren sie wegen der großen Trauer einfach nicht so ganz bei der Sache? Egal, was immer auch die Ursache gewesen sein mag, das Ergebnis war deprimierend. Keine Fische. Erfolglos gearbeitet. Und dann stand da am Ufer noch ein Fremder. Der hatte schon Feuer gemacht und fragte nun nach Fischen, um sie auf dem Feuer grillen zu können. Doch die Jünger wussten enttäuscht keine Antwort. Sie konnten nur mitteilen, dass sie eben leere Hände hatten, dass sie nichts hatten. Und der Fremde sagte ihnen, sie sollten noch einmal fischen gehen. Diesmal aber auf der rechten Seite die Netze auswerfen, nicht auf der linken. Wie werden die Jünger wohl dabei
gedacht haben? Netze auswerfen, mal Hand aufs Herz, rechts oder links vom Boot, das ist doch nun vollkommen egal. Ist links vom Boot kein Fisch, dann ist in der Regel auch rechts vom Boot kein Fisch. Vielleicht haben Sie sich aber auch grundsätzlich darüber verwundert, dass der Fremde dort am Ufer, den Sie nicht kannten, Ihnen plötzlich Anweisungen gibt. Wer war der eigentlich, dass er Ihnen hätte sagen können, wie man noch besser Fische fangen kann? Jeder, der fischt, weiß darüber hinaus, dass die beste Zeit zum Fischen gerade vor dem Sonnenaufgang ist. Jetzt, wo Sie schon wieder zurück waren, wo die Sonne aufgegangen war, wo die Temperaturen stiegen und die Sonne höher stand, da waren die Fische doch längst vom seichten Wasser am Ufer in die Mitte des Sees geschwommen und im tieferen Wasser, um Schutz zu finden. Was also sollte so eine Anweisung von dem Fremden dort? Handwerklich funktionierte das doch nicht. So stand es nicht im Lehrbuch für das ordentliche Fischen. Es war komplett gegen jede Erfahrung, gegen jede Regel der Fischerkunst. Irgendwie merkten sie aber, auch in ihrer Enttäuschung, was soll's. Jetzt haben wir nichts, versuchen wir es noch einmal, es kann ja nicht schlimmer werden. Mehr wie dass wir wieder nichts haben, kann nicht passieren. Wer weiß, was überhaupt passiert. Und es passierte etwas. Sie nahmen ihre Netze und haben genau das befolgt, was dieser Fremde gesagt hat. Gegen den Verstand, gegen die Erwartungen, gegen das, was sie an Erfahrungen in ihrem Leben beim Fischen gemacht hatten. 153 große Fische waren im Netz. Normalerweise reißt dann das Netz, weil es übervoll ist, aber dieses Mal hielt das Netz. Sie hatten die Fülle, einen Erfolg, wie sie ihn in ihrem Leben noch nie hatten. Das Ergebnis war unglaublich. Damit hatten sie eigentlich gar nicht gerechnet. Das musste ein Wunder sein. Und alles nur, weil der Fremde am Ufer das gesagt hatte? Und plötzlich war es ihnen allen klar. Der Fremde war nicht irgendjemand. Der Fremde konnte nur Jesus selber sein. Der Auferstandene war leibhaftig vor ihnen. Ein drittes, was ich in unserem Abschnitt entdecke, ist der Blickwechsel. Und plötzlich merken die Jünger, wir selber können gar nichts machen. So fleißig wir auch waren, der vermeintliche Erfolg ist ausgeblieben. So viel, wie wir einsetzen und an Kraft und Energie und Know-how und Wissen dort hineinbringen, der Erfolg ist nicht die logische Konsequenz. Wenn es einen Erfolg gibt, dann scheint er wohl ein Geschenk zu sein. So viel sie sich auch bemühten, das ist nicht die Garantie für den Erfolg. Alles, was sie gelernt haben, richtig einzusetzen, sind gute Voraussetzungen, aber kein Garant für den Erfolg. Was war am Ende im Netz? Das war das, was Jesus geschenkt hatte. Das war das Wunder, das menschlich nicht zu erwarten war. Und trotzdem war es da. Es ist nach wie vor in unserem Leben gegenwärtig. Er selbst möchte das Ergebnis schenken. Wir sehen ihn manchmal nicht. Hin und wieder kommt uns Jesus fremd vor. Aber er möchte mitten in unserem Alltag dabei sein. Er möchte präsent sein, auch wenn wir ihn nicht erkennen. Und er möchte uns sagen, dass der Erfolg, den wir haben, nicht unbedingt unsere Leistung ist, sondern sein Segen. Aber wir können ihn spüren, diesen Segen, und damit können wir Gottes Wirken in Jesus Christus, dem Auferstandenen, entdecken. Wir können darauf vertrauen, dass er mit unseren Bemühungen zusammen es zu einem guten Erfolg führt. In dem Moment, wo die Jünger so den Durchblick gewinnen, dass dieser Fremde am Ufer doch der Auferstandene sein muss, in dem Moment ändert sich ihre Grundeinstellung. Petrus fühlt sich nackt. Alles liegt offen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er bekleidet sich mit seinem Gewand, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Die Fragen bleiben offen. Die Antworten sind aber plötzlich gar nicht mehr wichtig.
Die Frage war doch, wer ist der Fremde? Und keiner der Jünger stellt die Frage dem Fremden und wartet auf die Antwort. Aber alle wussten, es kann kein anderer sein als Jesus, der Auferstandene. Einfach die Gegenwart Gottes spüren in dem, wo sie beschenkt wurden. Das ist Christus erfahren mitten im Alltag. Ein vierter Gedanke aus diesem Abschnitt, die Gemeinschaft mit Christus. Und wie die Jünger an Land kommen, lädt Jesus sie ein, mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Er hatte ja schon ein Kohlefeuer angefacht und Jesus lädt sie nun ein, mit ihm die gegrillten Fische zu essen. Keiner wurde ausgeladen. Keiner musste eine Aufnahmeprüfung bestehen. Keiner musste Rechenschaft ablegen über die Fehler in den letzten Tagen. Ein Petrus, der sich gerade noch so nackt fühlte, musste keine Fragen beantworten. Er musste keine Leistung vorlegen und er musste nichts tun, außer diese Einladung anzunehmen. Jesu Einladung geht an alle gleichzeitig. Und alle nehmen wortlos diese Einladung an und begeben sich an dieses Lagerfeuer, wo die gebratenen Fische drauf liegen. Jesus grillt die Fische und gibt ihnen zunächst vom Brot, wo immer er das auch her hat, nur am Rande, und dann von den Fischen. Und somit erinnert er uns daran, dass er diese Mahlzeiten genauso ausgeteilt hat, wie er das vor 10 Tagen getan hat. Damals, also am Pesachabend, am Gründonnerstagabend, er diese letzte Tischgemeinschaft als irdischer Jesus mit seinen Jüngern hatte. Gemeinschaft hatten sie jetzt mit dem auferstandenen Christus. Das ist es, was ihnen Vergebung und Kraft zuspricht. Das ist es, was sie plötzlich merken, was sie in Dankbarkeit annehmen kann. Dieser Durchblick, eingeladen zu sein bei Christus bedingungslos und dabei sein zu dürfen, das führt bei ihnen zu einer tiefen Dankbarkeit. Durchblick im Glauben eröffnet uns auch heute noch. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Durchblick stärkt unseren Glauben darin, dass auch wenn wir es nicht verstehen oder nicht sehen können, es uns vielleicht sogar manchmal fremd vorkommt. Gott ist gegenwärtig. Durchblick im Glauben stärkt uns den Wunsch, im Abendmahl mit Christus Gemeinschaft zu haben. Durchblick stärkt unseren Glauben und unseren Lebensmut. Wir geben uns alle Mühe, setzen uns bestmöglich ein, arbeiten fleißig und nehmen mit offenen Augen Rücksicht. Aber das Ergebnis, der Erfolg, ist und bleibt ein Geschenk von Christus her. Er schenkt die Fülle. Er reicht für alle. Und alle sind eingeladen. In diesem Sinne ist Ostern ein herzliches Fest der Gemeinschaft in Jesus Christus. Gott schenkt uns diesen Durchblick, solchen Glauben und solche Alltagserfahrung. Die wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören gemeinsam auf ein Lied, das uns nun gespielt wird. 116 im evangelischen Kirchengesangbuch, die Verse 1, 2 und 5. Er ist erstanden, Halleluja. Wir lesen es mit, Sie zu Hause dürfen herzlich gerne mitsingen.
Lasst uns beten. Barmherziger Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus Christus auferweckt hast. Wir danken dir, dass er den Jüngern begegnet ist, die traurig und hoffnungslos waren und in ihrem grauen Alltag um ein Haar versumpft sind. Schenke du doch auch uns, dass wir entdecken, dass du uns mitten im Alltag begegnest. Schenke uns, dass wir dich als Auferstandenen erleben können in der Gemeinschaft mit dir und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Schenke uns, dass wir spüren, der Segen in unserem Leben, das ist nicht unsere Leistung, sondern das ist dein Geschenk an uns. Wir bitten dich für Menschen, die in dieser Welt leiden. Wir bitten dich für alle, die wegen Krieg und wegen Terror unterwegs sind und unterwegs sein müssen. Wir denken an die, die im Gefängnis sitzen und um ihres Glaubens willen verfolgt sind. Wir bitten dich für die Armen und Verlassenen, schenke du ihnen Menschen, die Verständnis für sie haben. Wir bitten dich für die Kranken und Alten, schenke ihnen zur Seite Menschen, die diese Gemeinschaft in dir mit ihnen suchen. Und so bitten wir dich, Herr, dass jeder an der Stelle, wo er steht oder sitzt, sich aufhält, in Verantwortung vor dir schaut, wo er gebraucht wird, um diese Osterbotschaft weiterzugeben. Was uns bewegt, Herr, wollen wir in einem Moment der Stille dir anvertrauen, ganz persönlich. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die eigene Gemeinde. Sie können Ihre Spende gern überweisen oder in einem Kuvert im Pfarrhaus oder im Pfarrbüro abgeben. Nähere Informationen, die erhalten Sie über unsere Homepage www.kirche-simmersbach-kirche-eschenburg.de. Gott segne Geber und Gaben. Am kommenden Sonntag laden wir wieder herzlich ein zum Gottesdienst per Video. Der Gottesdienst kommt aus der Friedenskirche in Hirzenhain-Bahnhof. Die Leitung in diesem Gottesdienst hat Prädikant Dr. Marcel Werner. Dann lade ich noch ein zu unserem Gebetstreff am Sonntagabend um 19.30 Uhr im Zoom-Meeting. Ein Zoom-Meeting ist eine Gesprächsgruppe am Computerbildschirm. Diese Form der digitalen Gruppenstunde wird mittlerweile häufig eingesetzt und hat sich vielfach bewährt. Unsere Kirchenvorstandssitzungen machen wir seit gut einem halben Jahr über Zoom-Videokonferenz und sogar das Abendmahl am Gründonnerstag haben wir gemeinsam mit fast 30 Teilnehmern über Zoom gefeiert. Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Es wäre schön, wenn unser Gebetskreis am Sonntagabend noch größer würde. Jetzt lade ich ein, gemeinsam zu Hause ein Lied mitzusingen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Thank you.
Wenn wir nun in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort. Er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Er ermutigt uns zu hoffnungsvollen Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir empfangen den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.